Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, dann können wir jetzt auch starten. Dann sind wir wieder halt im Game of Tierekult. So, wo waren wir denn letztes Mal überhaupt? Zani war am Sterben. Genauso kenne ich das. Und hier wurde ja letztes Mal reingepayt von meiner Seite aus, damit sich der Erste hier gönnen kann. Mit der Twitch-Integration. Beziehungsweise der Dritte, der das jetzt macht, kann das tun. Eventuell mache ich das doch noch, dass hier noch welche gönnen können. So, wir bauen jetzt erstmal unser Holz hier oben. Ich habe mehr Holz erwartet. Könnt den alten Mann ins Gefängnis stecken. Wir haben ein bisschen Hunger. Nicht ein paar Grasmahlzeiten. Und ich gehe auch ein bisschen drüber. So. Dann kann ich gleich in Ruhe und Frieden in den Dungeon gehen. Irgendwas, das ich noch bauen wollte. Das Hallquartier, das wollte ich auf jeden Fall bauen. Dafür braucht man sogar diese Kamele. Und halt ein bisschen Gold. Hier habe ich soweit alles gebaut. Diese Opferstatue wollte ich auch noch bauen. Und dieses Missionar wollte ich mal bauen. Habe ich hier eigentlich schon eine Predigt letztes Mal noch geholt oder? Nee. Doch, habe ich. Wir können Sunny leider nicht opfern. Nee, warte, Sunny wollte mich heiraten. daran erinnere ich mich noch. Der beste Clip meines Lebens. So, Geld brauche ich. Kann ich irgendwas gut verkaufen? Hält sich in Grenzen. Die Knochen, die brauche ich noch. Ich könnte einmal angeln gehen. Dann hätte ich eventuell mal ein bisschen Geld. Und das gönne ich. Ich meine, das hier wollte ich beim letzten Mal holen. Diesen Tabernakel. Ein Ort, an dem tagsüber die Anhänger beten können. Noch ein bisschen mehr Hingabe. Kann ja nicht schaden. Hängt davon ab, wie viel das gibt. Außerdem gibt es dadurch auch günstige Rituale. Das hätte ich auch sehr gern. So, meine Putzkraft. Eigentlich sollst du ja putzen. Interagieren. Hier. Kriege ich mehr Ressourcen. Und ich kann direkt eine Predigt abholen, oder? Nee, hier bei der Krone. Muss ich halt alles machen. Ich hänge mehr im Dorf ab als in den Dungeons. Was wollen wir denn mal holen? Wir haben noch nichts bei Jenseits geholt. Komm, hol mir was von Jenseits. Die Notwendigkeit des Opfers oder der Komfort des Jenseits. Alle Kultmitglieder halten die Augen. Eigenschaft Glaube ans Opfer. Plus 20 Glauben, wenn ein weiteres Kultmitglied geopfert wird. Oder alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Jenseits. Verliere nur minus 5 statt minus 20 Glauben, wenn ein Kultmitglied stirbt. Ich nehme das mit dem Opfer. Ich versuche sie ja eher nicht sterben zu lassen, sondern versuche sie eher zu opfern. Was ist das denn? Totenwächter? Im vernichtenden Nahkampfangriff, der auch Geister beschwört, die Gegner angreift. Ist das einfach Schwert in Geisterversion? Und ich krieg die Achse tückisch. Ja, das ist einfach das Schwert in einer Geisterversion. So, nach wie vor. Gönn ich.
Holz. Ich brauche Holz. Die Herde ist bereit für eine weitere Predigt. Ja, ich bin jetzt unterwegs. Dafür komme ich nicht zurück. Vielleicht ja, ansonsten nein. Ich brauche Geld. Das kriege ich nur, wenn ich unterwegs bin. Wieso treffe ich dich nicht? So, gehen wir erstmal nach rechts. Kartenverkäufer, ja. Was hast du? Ich glaube, der Lebensenergie beim Heilen oder mehr Eifer? Mehr Eifer. Ist wertvoller. Ich würde ja ein Opfer da bringen, aber ich habe kein Geld. Oh, ein Mega-Frogo. Oh, der wirft explosive Fliegen. Okay. Frogo, der Fliegen wirft. Das sind so ungefährlich, die Viecher. Oh, hi. Nicht du schon wieder. Es ist gar nicht so lange her, dass wir die rote Krone verstoßen haben. Gerade mal ein paar tausend Jahre oder so. Die Witzerei, die sie prägte, war nicht zu tolerieren. Solche schädliche Ideale konnten wir nicht dulden. Für diese verachtenswerteste aller Sünden muss die Strafe langwierig und schmerzhaft sein. Und durch unkontrollierte Gier und grenzlosen Ehrgeiz wurde göttliches Blut vergossen. Was hast du mit meiner Anhänger vor? Och. Jetzt haben die alle Hunger. Ich hasse dich. Gut, dass ich noch was zu essen hingestellt habe. Hoffentlich reicht, was ich da hingestellt habe. Komm. Komm, Steinmann. Ja. Tschüss! Oh, ein Seelenherz. Zumindest ein halbes. So, Fernkämpfer weg. Tschüss! Läuft doch. Endlich habe ich Geld. So, da hätten wir einen Anhänger. Hier auf der linken Seite hätten wir Holz. Das will ich haben. So, du willst wahrscheinlich einfach nur wieder irgendwem Glauben schenken. Beziehungsweise Loyalität. Komm, da neue Palbanta. Der kriegt das. Ah. Oh, Fall hat mir was geschenkt. Und tschüss. Und weiter. Stein habe ich ja mehr als genug. Danke für deine Hingabe. Und danke für deinen Stein. Aua! Böser Frogo. So, diese Pilze muss ich ja auch sammeln. Die will dieser Soso oder wie der hieß haben. Wie ekelhaft war der Eingang denn? Tschüss! Wieder ein paar Beeren. Lecker, da freuen sich die Anhänger, wenn sie was zum Essen haben. Rotes Herz verlieren, kranke Herzen erhalten. Ich hatte da gerade eben gar nicht drauf geachtet. So,
Schild weg. Easy. Ich will nur den Laden-Heini finden. Es gibt auf jeder Ebene einen. Ist bestimmt hier oben. Das könnt ihr sowas von knicken. Als ob ich da nicht die Fähigkeit einspammen würde. Komm. Wie ekelhaft ist der Raum? So, erstmal die Kleinen. Das macht dieser Balken, den er über sich hat. Ach, der schießt dann. Okay. Wieder was dazugelernt. Oh, Ausgang. Rodestreich oder Mahlstrom. Das Schwert finde ich ganz geil. Ich will lieber... Ja. Den Totenwächter. Der ist offenbar besser, weil der ja noch hier die Geister beschwören kann. Der hier ist aber von der Angriffskraft her stärker. Nee, ich bin die Angriffskraft. Beim Boss hilft mir das nicht. So. Immer noch. Laden. Unten. Bin genau vom Namen wahrscheinlich umgedreht, ne? Ja, man kennt es doch. Ich brauche Leben. Ein zusätzliches Herz kann nie schaden. Mal eben kurz was geguckt. Oh, Holz. Mir egal, dass ich denen ihre Behausungen nehme. Ich hab Holz. Das ist immer mein größtes Problem, Holz zu besitzen. Aber diese komischen Augenkappe, weiß ich ja mittlerweile, da kann ich einfach meine Gegenstände sehen. Tschüss. Sturmbö des Todes. Ist sogar noch mal besser als mein jetziger. Weil er die Gegner einfriert. Damit kann ich leben. Ich kann nämlich auch beim Boss nützlich sein. Mal Knochen kriegen. Die Rituale sind schon alle nicht so billig. Und Tani will ja noch heiraten. So, das war mega nützlich. Tschüss. Wenn man schneller als sie angreift, können sie sich eh nicht wehren. Okay, Orbus und fliegen. Okay, da ist Bossraum. Ich konnte das wegen den Säulen nicht ganz sehen. Aus. Tschüss.
Also rechts war der Laden. Ich bin mal wieder dran vorbei. Ist ja nichts Neues, ne? Als ob ich den Laden mal instant finden würde. Das wäre ja zu einfach. Berührung des Wiedergängers lässt die Erde aufbersten und setzt eine Horde Geister frei. Die Gegner in der Nähe angreifen. Ich nehme den Dolch. Ich hasse die Axt. Die ist mir zu langsam. Ha, schon viel angenehmer. Das ist wesentlich angenehmer, so schnell zuzuschlagen. So, jetzt können wir zum Boss. Ich weiß, dass ich weniger Schaden mache, aber die Geschwindigkeit gleicht das aus. Oh, der Vorgang groß. Sepa. Oh, du beschwörst Pets. Okay. Und wirf diese Fliegenbrüche. Oh, die wirkt aber sehr stark. Okay, immer wenn er diesen Fliegerich wirft, kann ich ihn in der Theorie angreifen. So, erstmal die Ads weg. Ich bin genau reingejumpt. Nicht mehr treffen lassen. Sagte ich und dann sterbe ich. Ich hatte sogar die Ausweichrolle gedrückt. Aber eine Millisekunde zu spät. Mich interessiert der Missionar ganz stark. Den will ich mal zuerst haben. Das hieß damit, ich könnte die auf Missionen schicken. Das habe ich mir gegönnt. Das muss ich irgendwann mal abbauen. Hört auf, überall hinzukacken. Ist das Ding schon wieder voll, oder wie? Ich sollte vielleicht ein zweites Toilettenhäuschen bauen. So, jetzt habe ich mal Futter. Nein, ich sammle es nur. Zani ist gestorben, also der alte Zani. Ich gewinne Fleisch aus seinem Körper. Das wollte ich einmal machen. Was willst du, Schwen? Mein Glaube ist erschüttert. Ich durchschaue deine Lügen. Du bist ein Betrüger und ich muss es den anderen erzählen. Nein, Schwen. Du musst gar nichts. Aber in den Knast mit dir, Schwen. Wenn du mir schon so kommst. Was ich getan habe, war rechtens. Ich töte keinen meiner Anhänger. Ich habe ja keine andere Wahl. Wenn eine Leiche liegt, muss ich irgendwas damit machen, damit es wegkommt. Und ich kann nicht durchgehend hier... die ganze Zeit vergraben. Das geht voll auf die Ressourcen und auch Platz weg. Ich muss jetzt erstmal Glauben wiederherstellen. Machen wir das mit einer Predigt. Ben ist ja nicht mehr dabei. Bei der Predigt. So, dann nehme ich mir diesmal Eifer des Rechtschaffenen, damit ich Flüche öfter wirken kann. Ach, ich hätte mir auch die besseren Waffen nehmen können, ne? Ach, dann beim nächsten Mal. So, Rituale kann ich jetzt wie viele durchführen? Eins.
jetzt gibt's die Hochzeit. Sunny wollte heiraten. Süß. Glückwunsch zu deiner Hochzeit. Alle haben die Hochzeit genossen und du hast den Glauben des Kults gesteigert. Du kannst so viele Anhänger heiraten, wie du möchtest. Ist ja immerhin dein Kult. Allerdings werden deine vorhandenen Ehepartner mit jeder weiteren Hochzeit immer eifersüchtiger. Och, Sunny, du musst doch nicht eifersüchtig sein. So, was habe ich denn da jetzt noch bekommen? Treue verlangt nach Opfern. 2 Seelenherzen. Oh, das klingt eigentlich ganz nice. So, jetzt wollte ich noch hier so ein Holzding nochmal bauen. Damit das Holz bloß nicht ausgeht. Holz ist Lebenselixier. Und ich kann die Dinger hier auch mal endlich bauen. Bau mir erstmal diese Opferstatue. Eine Statue, bei den Anhänger zu deinen Ehren Opfer hinterlassen können. Ich sehe, dass die Cam von dem Avatar abgeschmiert. Er ist wieder an. Ich winke euch zu. Und baue jetzt mein Opfer weiter. Bauen wir das einfach mal direkt hier neben. Das finde ich irgendwo passend. So, wer will mit mir bauen? Ich habe schon wieder ein Bett kaputt gemacht. Erstmal Bett reparieren. Ach, die arbeiten alle hier. Dann helfe ich hier erst zuerst. So, und ja, was genau hinterlassen sie mir hier? Titanführer, da sind einige, die hungern und kein Zuhause haben. Wir müssen sie unserem Kult beitreten lassen. Ich hab doch schon keine Plätze mehr. Es tut mir leid, ich hab zu viele im Kult. Ablehnen. Ach ja, ich muss Sven noch erziehen. So. Du bist freigelassen. Der hatte ja Halluzinationen und dann gesagt, ich wäre ein Teufel. Shalom, Doktor. Hi, nein. Ja, mein Glaube war gerechtfertigt. Ja, okay. Denn Glaube ist immer gerechtfertigt. Glaube an mich. Glaube. Der eine hat irgendwas auf dem Rücken. Also auf dem Hinterkopf. So, ich kann wieder eine neue Predigt halten, also eine neue Doktrin verkünden. Gehen wir nochmal auf jenseits. Was haben wir dann sonst noch zur Verfügung? Sollen wir die Toten zur Ruhe betten oder hier ist der Dienst noch nicht erfüllt? Ritual der Wiedererweckung. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, mit dem du tote Anhänger wiedererwecken kannst? Ich kann die zurückholen? Führe in deinen Tempel ein Ritual durch, um ein Begräbnis für einen deiner kürzlich verstorbenen Anhänger durchzuführen. Ey, ich nehme die Wiedererweckung. Ich kann die einfach wieder zurückholen. Dann hole ich die jetzt bereits Toten wieder. Ich weiß, was ich vor ein paar Sekunden noch gesagt habe. Alter, ist das teuer. Es kostet einfach doppelt so viel wie der ganze andere Schmarrn. Da sind deine Pilze. Ja, ja, gib so, gib mir, gib mir. Erfolgreich, aber nicht genug. Bring so mehr. Und so zeig dir, wie du deinen Anhängern eine Gehirnwäsche verpasst. So vermutet, dass du etwas für deine Mühen haben willst. Natürlich. So bezahlt stets seine Schulden. Nimm das. Oh, bei dem krieg ich so etwas. Kann ich mir wieder ein Vlies kaufen? Jetzt wieder 20 haben. Also ich farme die Pilze einfach nur, damit ich von ihm ein ganzes Vlies bekomme. Okay. Ah, und hier ist auch der Boss. So, diesmal mache ich dich fertig. Spawn ruhig deine Ads.
immer angreifen, während der spuckt. Der hilft immer zweimal und dann spuckt er. Alles klar, mit dem Wissen kann man arbeiten. Und das hat auch die Geschosse jetzt tatsächlich zerstört. Dann kann ich auch einmal mal draufschlagen. Ich bin jetzt einfach safe gegangen und habe die Unverwundbarkeit genutzt. Ja, wir haben jemand neuen für unseren Kult. Eigentlich will ich ja gar nicht. Mein Kult ist schon voll. Edelheitskette oder eine Anhängerform. Steine brauche ich halt nicht. Wir nehmen die Anhängerform. Oh, ein Bison. Nice. Okay, einmal müssen wir hier noch durch, dann haben wir es. Okay, das Ding hat sich nicht gelohnt. Da will man wieder was von mir. Ich komme überhaupt nicht auf die, dazu, in die Dungeons zu rennen, ne? 90% bin ich im Dorf, 10% bin ich im Dungeon. Oh, Sven hat Holz reingetragen. Gehen wir mal jetzt wieder auf Besitztümer. Private Gebete oder Zeremonien in der Gemeinde. Eigenschaftsmaterialist. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaftsmaterialist. Alte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft falsche Ideologie. Alte mehr Glauben, wenn du ein dekoratives Gebäude platzierst. Okay, ich glaube für Deko. Oder Glauben bei besserer Unterkünfte. Ja, die Unterkünfte, die verbessere ich ja sehr, sehr selten. Da ist das mit dem Deko wesentlich wahrscheinlicher. Hier irritiert nur das Symbol gerade neben den Erhalte. Ich nehme Materialist. Das da rechts ist mir zu unsicher. So. Die sind jetzt wieder alle glücklich. Sven hat mir, glaube ich, was zu erzählen. Oh, Junge, leg dich schlafen. So, wo ist meiner mit den glühenden Augen? Wo ist der Bengel? Ja, ich wollte noch einen neuen Akaja machen. So. Das ist jetzt der neue Akaja. Er ist das Bison. In Weiß. Kein Phobiker, verliert 10 Glauben bei Erkrankungen. Minus 5 Glauben, wenn ein Anhänger geopfert wird. Ja, du bist das beste etwas, was ich jetzt hier rumrennen habe. Ah, hier sind die Hörner länger. Komm, kriegst längere Hörner. So. Geh Holz fällen. Ich will mir den Boss jetzt endlich angucken. Den ultimativen Boss. Die da. Ekel.
Ich werde nicht so in dasselbe Schicksal leiden wie Leschi. Komm in meinen Tempel, du wirst den deinen auf die Schlachtbank folgen. Okay. Ich habe gesehen, rechts ist auf jeden Fall Essen. Die Klinge des Kreuzfahrers. Und den göttlichen Schneesturm. Also eine Explosion mit Eiseffekt drauf, okay. Das gegen diese Fledermäuse extrem effektiv. So, tot. Die Kröte ist überhaupt keine Gefahr, weil nur diese Fliegerische Schaden machen. Und wenn man die vorher abmurkst, dann können die halt überhaupt nichts tun. Ich habe besser Ton. Mal wieder gerne, kriege ich mehr Geld. Ach du Heilige. Ich dachte, eine fette Kröte. Können ja noch größer werden. Okay, Kröten habe ich damit umgenietet. Das ist alles, was ich wollte. Eine Tarotkarte. Giftschaden bei Gegnern. Ich brauche keine Giftwaffe. Das kann man hier liegen lassen. Ich gehe links. Schlechte Wahl. Die machen ja auch nur Schaden, wenn sie landen beim Hüpfen. Ich hätte jetzt so gefeiert, wäre da wieder eine Tarotkarte drin gewesen. Ich habe einfach in zwei Räumen zwei Tarotkarten bekommen. Was bist du denn für einer? Hallo, mein Kind. Ich kenne dich. Bist du ein Freund von Ratau? Ich erkenne diese Krone auf deinem Kopf. Ratau hat mir alles über dich erzählt. Ich bin unterwegs zu ihm, um in die Runde Erstrager neu zu spielen. Ich habe Schulden zu bezahlen und Schulden zu machen. Ach so, einfach ein neuer Asalagoi-Gegner. Ja, kann ich ja gönnen. Muss ich eh machen als Nebenquest. Ich mach mal dein Haus kaputt, ne? Erstmal dich weg. Fischis sind kein Problem. Habe ich gerade einfach wirklich Strike zum Ausgang? Wetten, da rechts war der Laden, den ich mal wieder gesucht habe. Eine weitere Tarotkarte. Ja, mal wieder in die andere Richtung. Bewegungstempo erhöht sich oder ein zusätzliches Herz. Wir nehmen Bewegungstempo, kann ich besser wegrennen. Und noch eine weitere Karte. Ich besiege ja immerhin jetzt einen der Priester. Da will ich so viel wie möglich mitnehmen. Und nochmal die Chance auf das Herz oder Fische. Ich nehme das Herz. Fische kann ich auch angeln gehen. Da ist schon wieder einer verreckt. Ja toll. Ich kann den Run nicht so beenden. Der ist zu gut. Der Start ist viel zu gut, einfach vier Tarotkarten. Was ist das für ein Symbol? Also ich kann es entziffern, ich weiß, dass das ein Haufen ist. Aber mich interessiert, was passiert dort? Was passiert dort? Achso, ich kriege einfach nur Dünger und das war's. Ich habe den riesigen Scheißhaufen gefunden.
immer darauf achten, was die Fernkämpfer gerade machen. Ich kann einfach deren Pfeile hier abschießen. Ich vergaß, dass der Große die Gegner spawnen kann. Bessere Schwert. Ein türkisches Schwert. Ist ja nicht so, als hätte ich schon eine Giftwaffe, ne? Ich nehme den Dolch. Steinzahn hat es gemacht. Zack! Vergesst die ganze Zeit, dass ich das habe. Zack. Und tschüss. Mach die Steine mal damit weg. Wesentlich schneller. Eifer lädt sich ja gleich eh wieder auf, wenn ich Raum mache. Ja. Auch eine Taubenkarte. 10% Chance, keinen Schaden zu erleiden, wenn du angegriffen wirst. Oder Flüche verbrauchen weniger Eifer. Ich nehme den Schild aus. Okay, oben war der Weiterweg. Was passiert hier? Wahrscheinlich taucht die gleich auf. Ja, da ist sie ja schon. Asimna! Hey, nimm der Indolins, das Monster, das wir in Ketten geliebt haben, wird keine Ruhe geben, bis alle vier von uns tot sind. Mag vielleicht mein Bruder Letch getötet haben, aber mich wirst du nicht klein kriegen. Und du wirst auch nicht in die Nähe der anderen Bischöfe des alten Glaubens kommen. Wir sind bei weitem älter und mächtiger als unser werter Bruder Letch hier war. Okay. Was sind denn das für Horrorfrösche? Die schießen. Ich glaube, der Schild hat mich gerade gerettet. Boah, zwei von denen sind ekelhaft. Erstmal auf einen fokussieren. So, einer ist weg. Tschüss. Hauptsache weg. So, der war richtig gut. Und da ist es einfach draufhauen. Normalerweise machen die doch keinen Schaden beim Düften. Kiste. Zwiebelboden. Bald haben wir alle Pfade. Wir kriegen ja auch nochmal ein ganzes Herz Heilung. So, jetzt kriegen wir noch Steine. Wir kriegen sogar Gold dabei. Was ist denn das für ein netter Raum? Der netteste Raum aller Zeiten. Der rechte Weg wäre aber trotzdem, glaube ich, besser gewesen. Komischer Frosch. Verschießt Giftfelder. War's aber auch schon. Der war ja null Strong. Gut. Immer eine sehr gute Wahl.
eine Tarotkarte und sogar noch ein Deko-Teil. Oh, zwei Seelenherzen. Eine Pilzsäule zum Hissen deiner Flagge. Pilzflagge. Endlich mal auch was für, hier Welteigenes. So, eins davon nutze ich. Oh, ich kann zwei nutzen. Da sind noch mehr als genügend Räume. Ich hätte gerne mal ein bisschen mehr Angriffskraft. Ein Seelenherz oder ein zusätzliches Ganzes? Ich wäre eher für das Ganze. Das habe ich wenigstens durchgehend. So, wir haben einen Priester vor uns. Da kann man Geld ruhig opfern. Karte wird aufgedeckt oder Hände der Wut. Ist eh die letzte Map, dann nehme ich lieber Projektile. Nochmal ein bisschen Zusatzschaden. Ist jetzt halt so eine 10% Chance, dass ich ein Projektil beim Schlagen abfeuere. Das pfeffert die halt auch übelst weg. Möschis sind wichtig. Komm. Tschüss. Nochmal ein Heal. Sehr schön. Da ist der Boss. Das heißt, wir erkunden erst noch die anderen Räume. Das heißt, wir haben gerade maximales Leben. Und sogar noch so viele Bonusherzen. Eigentlich können wir gar nicht verkacken. Aber man sollte den Mund auch nicht so voll nehmen. Man weiß ja nie, was alles passieren kann. Alter, hier ist so viel los. Einen habe ich jetzt geopfert. Damit meinte ich jetzt von dem Flüchen. Haben immer noch sehr viel am Leben. Ich habe gerade null auf den Typen rechts geachtet. Todesstreich oder eine Nekromanten-Axt. Ich hätte halt irre viel an Power, aber ich würde so hart an Tempo einbüßen. Na gut, wir brauchen sonst Ewigkeiten für den Boss. Diese Eisexplosion will ich eigentlich nicht abgeben, weil die eventuell jetzt nützlicher sein könnte. Also insgesamt haben wir jetzt 6,5 Herzen. Darunter ein krankes Herz, was dem Gegner sogar Schaden macht. Wie gesagt, unsere Gewinnchancen stehen eigentlich extrem hoch. Aber nicht vergessen, dass der Priester jetzt ein Gegner ist. Beziehungsweise einer der Bischöfe. Das kann einen massiven Unterschied machen. Da war das Geschoss. Na dann, Hecket. Ich habe mich schon darauf gefreut. Mach deinen Frieden, Kreator. Du wirst diesen Tempel nicht wieder verlassen. Entschuldigung, da ist ständig die Stimme bei der Wechsel. Erlaubt man sich für sie. Einfach der Mega-Frosch. Okay, einmal hüpfen und dann schießen. Das ist dein ganzes Angriffsmuster ist, dann bist du easy. Das ist echt die Angriffsmuster, aber sie greift ihn halt gezielt an. Die Nekromanten-Axt ist hierfür gerade richtig gut, weil der richtig viele Apps macht.
erstmal kurz erledigt. Ja, die ist richtig easy. Also jetzt geht sie in Enrage. Ah, und da ist auch so ein bisschen mehr Randomness. Komm, zwei Geister. Alter, bei der kann man ja richtig reinprügeln. Oh nee, zwei von diesen richtig fetten Groschen. Will ich auf jeden Fall als erstes loswerden. Boah, weg mit dir. Die Explosion ist sehr gut gegen ihre Fliegen. Alter, hat die viele Zungen. Einmal draufhauen. Es hat nicht mehr viel Leben. Und geschafft. Okay, die Hecke, die war auf jeden Fall wesentlich heftiger als Lashy, aber dadurch, dass sie so ein sehr, sehr simples Angriffsmuster hatte, war sie auch sehr leicht. Ein Haufen Kürbisse. Am Halloween's Depot bekommen. Und eine Hecke-Trophäe. 4 von 7 haben wir jetzt hier gefunden. Und ich kann mir noch wahnsinnig viele Knochen hier holen. Alter, ich muss hier doch übelst an Knochen gefarmt haben. Also, wie ich bereits sagte, diesen Boss, dass wir den besiegen, allein wenn wir schon so extrem viel Leben haben, das war einfach klar. Da hätte ich auch locker mit dem Deutsch einfach durchgehend draufjeden können. Wann habe ich die Mondheitskette bekommen? Ich habe es genossen zu beobachten, wie du Hackett vernichtet hast. Es war vorhersehbar, dass ihre Arroganz einmal ihr Untergang sein würde. Ein gnadenloser Kreuzzug gegen den alten Glauben wärmt mein kaltes, starres Herz. Okay. Und der Hirte wird einen Pfad durch die Wildnis bahnen, Flüsse in die Wüste bringen und Licht ins Dunkel. Also Hälfte vom Spiel haben wir schon. Da ist einer sauer. Natürlich, weil hier auch durchgehend eine Leiche liegt, ne? Aber was soll ich machen, wenn ich unterwegs bin? Anführer, es wäre so lustig, wenn wir Schwänze Streich spielen würden. So wählerisch sollte man mal etwas Code vorsetzen. Das tue ich doch immer gerne. Ja, Gesundheit ist hier in absolutem Minus, dass du wütend bist, ist klar. Wen habe ich jetzt überhaupt da reingesteckt? Ach, die Putzkraft. Wir müssen erstmal unsere Putzkraft erziehen. Aber komisch, sie haben nicht alles vollgekackt. Ich habe ihn vom Scheißen gerade abgehalten. Ja, sofort! Ich baue ihm sofort eine Leichengrube. Ich konnte halt nicht bauen, wenn ich unterwegs bin. Das müsst ihr doch einsehen. Putzkraft, du hast Arbeit. Ach nee, jetzt muss es ja ein anderer machen. Anstatt zu heulen, könnt ihr mir beim Bauen helfen. Haben nicht viel Holz abgebaut. So, wir haben richtig viel an Knochen. Einmal eine Predigt und danach wird Birk geopfert. Von den Alten.
Ich kann sie ja wiederbeleben. So, jetzt gönnen wir uns auch erstmal die besseren Waffen. Ah, hier immer 100 oder wie? Okay. Keine Beschwerden meinerseits, solange es nicht höher wird. Und eine Krone. Ach, hier haben wir jetzt was. Nimm täglich eine Mahlzeit zu dir, um mein Seelenherz zu erhalten. Stellst du zum ersten Mal auf einen Kreuzzug, kannst du wieder erweckt werden, indem du einen Anhänger opferst. Könnte ich mit den Alten halt ständig machen, ne? So würde ich sie halt loswerden, ohne dass sie die anderen in Bedrängnis ziehen. Ich nehme aber, glaube ich, Allgegenwärtigkeit, weil dann kann ich von den Kreuzzügen aus zum Basislager zurückkehren, falls irgendein Notstand entsteht. Du hast eine neue Kronenfähigkeit freigeschaltet. Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukehren. Bei mir war das Bild gerade übrigens auch so andersfarbig. Ach, ich wollte noch einen opfern. Ihr könnt drin bleiben. Opfer des Fleisches. So, welchen alten Mann opfern wir? Einen von den Zwillingen da? Exo oder Bonn? Also Ben. Exo hat lange genug gelebt. Er ist 57 Jahre alt. Er kam einfach ein Tentakel aus dem Boden. Alter. Ja, die sich freuen, dass Exo weg ist. Mir ist ein Grausam. Ich glaube, ich kann mir direkt wieder ein Upgrade gönnen. Gnadenlose Waffen haben eine Chance, bei Angriffen auf Gegner einen kritischen Treffer zu verursachen. Sie tauchen auf deinen Kreuzzügen auf. Das ist das letzte göttliche. Göttliche Waffen teilen erheblich mehr Schaden aus als gewöhnliche Waffen. Sind allerdings selten. Also das sind dann Ultrawaffen. Okay, und es gibt noch Fluch des Blenders. Dann tauchen drei neue Flüche auf. Ich nehme mal die Eiferwaffen jetzt mal. Ich will auf diese göttlichen Waffen jetzt erstmal gehen. So ein bisschen Anhängerfleisch. Opferlamm. Ich habe eine neue Errungenschaft. So, ich kann jetzt entweder wiederbeleben. Das ist auch vom Prinzip ein Opfer. Dann können wir Ben auch direkt opfern. Das war weniger freundlich, als es aussah. Das Nette bei den Ritualen ist, wo ich welche opfer, dass ich halt die Knochen auch wieder teilweise zurückbekomme. So, und Exo holt mir jetzt einfach direkt wieder zurück. Ich kann ja nicht angehen, dass jetzt so viele tot sind. Oder wir holen Kai zurück. Exo oder Kai? Ich hole Kai zuerst zurück. Kai kenne ich länger. Exo kann warten. Freuen uns doch bestimmt alle, dass jetzt Kai wieder da ist. Yasani, geh schlafen. Junge, du bist so übermüdet. Du machst zu viel für uns. Lass mir so Anhängerfleisch mal wirklich hier übrig. Für den Fall, dass ich einen loswerden muss. Und dann kann ich ihm das einfach geben und dann stirbt er halt. Und
Muss ich wenigstens nicht darauf warten, dass er beim Kreuzzug drauf geht. Beziehungsweise muss ich dann wenigstens nicht deswegen extra nochmal zurück. So, Janik hat einen Aufstieg. Können direkt eine neue Doktrin verkündigen. Auf einmal habe ich wieder wenig Anhänger. Wie passiert sowas nur? Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal jenseits voll. Eine Belastung für unsere Ressourcen und der Bewahrer der Weisheit. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft, respektiere deine ältesten Anhänger, erhalten plus 5 Glauben für jeden alten Anhänger in deinem Kult. Du erhältst 10 Glauben, wenn du einen ältesten opferst, ermordest oder verzehrst. Ich kann sie verzehren. Aber du verlierst 20 Glauben, wenn ein Ältester eines natürlichen Todes stirbt. Nee, dann nehme ich lieber das, wo ich nichts Negatives von habe. Minus 20 ist halt schon viel. Sunny, du sollst dich immer noch schlafen gehen. Noch eine Unterkunft zu erweitern. Ich habe mittlerweile echt viel Holz. So, fließt euch voll. Ach ja, ich muss Svenja dazu bringen, eine Kohlsmahlzeit zu essen. Wenn interagieren, etwas essen, Kohlmahlzeit. Das wird Sven gefallen, das Essen. Zur Not, wenn er krank wird, ist. kann ich ihn auch jetzt hier zuweisen? Ah, ich opfer Kamelien und dann sind sie instant wieder gesund. Ja, dann sind Krankheiten ja eigentlich gar kein Problem mehr. Danke, dass du da auch direkt hinkotzt. Aber was habt ihr denn alle? War doch nur eine Grasmahlzeit. Müsst doch nicht direkt komplett so ausrasten. Ah, endlich, die bauen da oben fleißig. Ach, Anführer, du bist so witzig. Wir haben so ein Glück, einen Anführer mit solch einem Sinn für Humor zu haben. Vielen Dank, da ist noch einer, der ein Upgrade will. So, ihr baut. Weil ich kann mich da eh nicht zwischenquetschen. So, was ist das? Scheinflamme entfacht. Mache das reinigende Feuer und ernte mehr Hingabe. Tabernakelflamme, das reinigende Feuer wird mehr Hingabe hervorbringen. Okay. Ich will diesen Missionar aufwerten. Der ist richtig gut. Obwohl, warte mal. Was ist das hier eigentlich? Du kannst einen Dämon von einem Anhänger Besitz ergreifen lassen, damit dieser dich auf deinen nächsten Kreuzzug begleitet. Ich kann mich begleiten? Noch besser. Gerne. Hilfe auf meinen Kreuzzügen? Sage ich nicht. Nein. Wie viel kostet mich der Schmarrn? Geld. 20. So, eins behalte ich mir hinten. Dämonenbeschwörung. Es kommt mal direkt hier hin. Ich will nicht mit denen sprechen, ich will bauen. Wir bringen dann gleich noch die Gehirnwäschepilze beiseite. Also bringen uns dem. Was macht ihr alle? Die alle wieder die Putzkraft ausblachen. So, mehr Opfergaben. Und die Karte hier darfst du mir auch mitgeben. von 36.
Irgendwann mal. So, so krieg ich wieder Pilze von mir. Ach ja, das sind diese genau richtig. Okay, so werde ich in dieses Ritual einweihen. Aber du darfst es niemandem zeigen. Jetzt zeig, oder du bekommst auch eine Gehirnwäsche. Okay, und was macht die Gehirnwäsche? Führe in deinem Ritual, in deinem Tempel ein Ritual durch, das alle deine Anhänger eine Gehirnwäsche unterzieht. Glaube bleibt 2 Tage lang auf Maximalwert. Achso, damit kann ich verhindern, dass die Glauben verlieren. Fertig. Wie du sehen kannst, haben so loyale Anhänger jetzt eine Gehirnwäsche und halt. Wir werden ein paar Tage lang alles machen, was so ihnen sagt. Und ihren Glauben an so nicht verlieren. Aber manchmal kann das Ritual sie auch krank machen. Nun ja, jetzt da du es gesehen hast, kannst du es in deinem Tempel gehen und das Ritual selbst durchführen. Ja, und jetzt gebe ich ihnen einfach nur Pilze, damit ich einen Vlies von ihm bekomme, ne? Steigert sich das mit jedem Mal? Oder kann ich jetzt hier gar nichts mehr bei ihm holen? Ja, dann kann ich diese Pilze jetzt einfach verkaufen, ne? Oder brauche ich sie speziell für dieses Ritual? Rituale? Ja, das kostet einfach nur 12 von diesen Pilzen. Ist die Pilze. Ach, eventuell so viel, wie ich an Anhängern habe. Ich glaube nämlich, dass ich 12 Anhänger habe. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. So, eine Predigt. Schwert sah krank aus. Nee, warte, das war nicht Schwert, das war Kai. Er sah nicht glücklich aus. Ach, ja, schon wieder in diesem Saftladen am Leben. Ach, das ist das, ne? Bei der Gehirnwäsche, er hat ja gesagt, die können auch krank werden. Gut, dass ich so viele Chamäleon habe. Schicke ich alle ins Bett. Nee, warte mal. Du nicht. Du, Bettruhe. Also dieses Pilzritual mache ich nicht nochmal, weil die Hälfte davon krank geworden ist. Zum Zeigen gerne einmal gemacht. Kraft ist bald fertig. Naja, bei Kai hat es ja funktioniert. Er ist mir jetzt hoffnungslos verfallen. So gesehen. Sunny auch. Spukt jetzt für immer in seinem Kopf rum. Gebe ich mir eine Spende. Und du bist krank. Ich glaube, 1, 2 waren noch krank. Hey, die Dinger waren einfach Gold wert. Ja, schärfer. So, 4 Leute waren krank, ne? Ja, und 4 Leute sind jetzt im Bett. Na gut. Kacke einsammeln. Speichern. Und... ich würde sagen, für heute Schluss machen. Da hatte mein Controller auf einmal die Vibrationsfunktion. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen. Ein Follow auf Twitch.
Und ich verabschiede mich hier jetzt auf jeden Fall von jedem Zuschauer.